Ihr seid noch nicht Radars 14 und wollt so schnell wie möglich Max werden, dann ist dieses Video perfekt für euch. Denn heute zeige ich euch, wie ihr das am schnellsten hinbekommt. Viel Spaß! Um Max zu werden, benötigt man eine Menge Loot. Und um diesen möglichst schnell zu bekommen, braucht man eine gut ausgebaute Armee. Also sucht euch eine Armee, mit der ihr euch zurechtfindet und verbessert dann im Labor die Truppen aus dieser Armee und verbessert währenddessen gleichzeitig alle eure Helden gleichmäßig. Sprich, nicht eure Queen bevorzugen, sondern alle Helden gleichmäßig upgraden. In 5er Schritten kann man es machen, wenn man will, aber wirklich möglichst gleichmäßig. Hier ist eine Tabelle eingeblendet, wo ihr das seht, auf welchem Level die Helden gleich sind. Also geht beim Angreifen wirklich nur auf dunkles Elixier und verbessert damit eure Helden und zwar möglichst viele gleichzeitig. Denn sobald eure Helden ein höheres Level haben, bekommt ihr gleichzeitig automatisch mehr Loot, da eure Armee besser ausgebaut ist. Sobald ihr an dem Punkt angelangt seid, dass eure Helden für eure Rathausstufe maxed sind, verbessert einfach das Rathaus. Die Verteidigung spielt dabei komplett keine Rolle, ihr wollt ja möglichst viel Loot und da spielt die Verteidigung ja keine große Rolle. Und das Ganze macht ihr dann bis Rathaus 13, ist aber natürlich Gefühlssache, je nachdem. Und auf Rathaus 13 geht ihr dann in die Legendenliga, also auf 5000 Vokale. Und spielt da mit Elektrodrachen. Und der Vorteil daran ist, dass ihr locker eure Helden währenddessen verbessern könnt und trotzdem noch sehr viel Loot bekommt. Und das natürlich mit sehr, sehr geringem Zeitaufwand, da Legende nur eine Stunde pro Tag beansprucht, wenn man Trainingstränke hat. Und mit Elektrodrachen solltet ihr euch dann locker in Legende halten können, macht die 8 Eingriffe pro Tag. Das sollte genug Loot sein, um viele Helden gleichzeitig zu verbessern. Und so solltet ihr eure Helden möglichst schnell Max bekommen. Und sobald eure Helden Max sind, könnt ihr euch um das Labor oder auch die Begleiter kümmern. Natürlich, wenn ihr das Geld habt, dann ist ein Goldpass von großem Vorteil, da nicht nur die Upgrade-Kosten günstiger werden und kürzer dauern, sondern man auch am Ende der Saison richtig viel extra Loot bekommt, der nochmal extra hilfreich ist. Und sobald ihr eure Helden maxed habt, könnt ihr euch dann auch auf die Verteidigung konzentrieren. Dann sollte es auf jeden Fall ziemlich schnell gehen. Solltet ihr euch einen Goldpass holen, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Creator-Code einzutragen. Und jetzt erkläre ich euch, was ihr direkt, nachdem ihr euer Rathaus verbessert habt, verbessern solltet. Und zwar sind dort die wichtigsten Gebäude immer die Clanburg, die Armeelager, das Labor und die Zauberfabrik bzw. die Kaserne. So ist Russian also strategisch anwendbar. Stopp, falsches Dorf! So ist's besser. So ist Russian also strategisch anwendbar und ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!